Oh, in meiner Steam-Bibliothek hat sich noch ein großartiger Schatz versteckt. Natürlich handelt es sich dabei um Postal 2. Ich glaube, das habe ich mir irgendwann 2015 oder so geholt, als man es in Deutschland einfach im Steam Store holen konnte. Inzwischen kriegt man es nicht mehr, aber was man hat, das hat man. Naja, aber direkt nachdem ich dieses satirische Machwerk in meiner Bibliothek gesehen habe, dachte ich mir, oh, dazu muss ich doch was machen. Und was macht man, wenn man Postal 2 gefunden hat? Natürlich das, was das Spiel am wenigsten von einem möchte. Einen pazifistischen Spieldurchlauf, bei dem man versucht, niemanden umzubringen. Ei, das wird bestimmt interessant, denn dieses Spiel ist schließlich nur so gewalttätig, wie es der Spieler ist. Haha. Also, wenn sich hier irgendjemand schnell beleidigt fühlt oder zart beseitet ist, schaut euch lieber was anderes an, denn Postal 2 ist schließlich dafür bekannt, besonders provokant zu sein. Aber das ist mir persönlich egal, denn Videospiele sind zum einen Kunst und zum anderen ist das eine offensichtliche Parodie. Also wenn sich jemand angegriffen fühlt, ist das das Problem der Person und nicht von dem Spiel. It's the devil's rectum in here. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't buy itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. I'll put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, whatever. Let me guess. Can tell this is gonna be an interesting day. Okay, was steht denn am Montag beim Postal Dude so an? Go see Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Beginnen wir mit der Milch, denn was soll beim Milchholen schon groß schief laufen? God, what's that awful stench? Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I want to know. Too easy. Oh, ich habe ja auch überhaupt keinen Cash, um die Milch zu bezahlen, also nehmen wir mal diesen Hinterausgang. Wie öffne ich eigentlich die Tür? Fuck you. Da, cool. Ja, natürlich befindet sich hier hinten sowas. Selbstverständlich. Ich muss hier raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich komme ich hier lebend raus. Goddammit. Okay, bei diesem Try versuche ich es besser zu machen. Oh Gott.
Oh Gott. Oh Gott. Genau wegen dem sind sie auch so aggressiv. I gotta find more of that good stuff. Durch das Fenster komme ich raus. Durch das Fenster. Perfekt. Ah, die Milch hätten wir. Dann holen wir doch unseren Gehaltscheck bei Running with Scissors ab. Kill violent video gamers. Ja, das sind die richtigen Werte, die man vertreten sollte. Zensor AWS Shitty Games. Ganz genau. Es muss immer alles zensiert werden. Na, es wäre ja schrecklich, wenn man eine Kunstfreiheit hätte. Hui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 . Das wäre fürchterlich. Wo muss ich hier hin? Mike Che hat aber ein besonders schickes Büro. Den besten Raum, den man fürs Büro haben kann, würde ich mal behaupten. Ah, und wenn er mal aufs Klo muss, muss er nur aufstehen. Super komfortabel. But I just started yesterday. Ah, ich wurde gefeuert. Ja, super. Das ist super. Naja, egal. Hauptsache, ich bekomme mein Geld. And done. Who's with me? Come on, everyone. Follow me. Ganz genau. Ganz richtig. Wir müssen gewalttätige Videospiele mit Gewalt bekämpfen. Das ist amerikanische Logik, würde ich mal sagen. Oh Gott, ich muss hier raus. Mann, ich will niemanden verletzen. Mach den Weg frei, lass mich durch. Oh Gott, endlich kann ich hier weg. Mann, das war knapp. I think I'll need to keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my health. Ich habe eine neue Feindgruppe. Das ist ja schön. Das ist ja wirklich schön. Okay, und schon sind wir bei der Bank angekommen. Zum Glück habe ich auf dem Weg einige Medikits gefunden. Ah, eine Schlange. Ja, das könnte jetzt ein wenig langweilig werden im Pacifist Run. 3 Minuten höfliches Warten später. Ja, gib mir mein Cash. Na, geht doch. Mission accomplished with extreme prejudice. Ja, selbstverständlich passiert jetzt ein Banküberfall. Natürlich passiert das, während ich da bin. Ach, einfach schnell raus hier. Ich will hier keinen Stress haben. Bah, laufen wir schnell weg. Okay, damit hätten wir schon mal den Montag geschafft. Mein Gott, das war spektakulär. Ja, wundervoll. Did you go by work? Yeah, apparently I'm on a sabbatical or something. Well, good. Maybe you can get a few more things done for me. I'm gonna do a few things to you, woman. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk. Das war der Montag. Wundervoll. Ein ganz normaler Montag, würde ich mal behaupten. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Like und Abo wären natürlich immer super. Und immer schön dafür einsetzen, dass Kunstfreiheit beschnitten wird, Leute. Denn das ist der richtige demokratische Weg. Genau das möchte man haben. Ciao, ciao.